I'm not sure why, but the monsters near that pit have been acting up. The strange light from the pits is what's enraging monsters. At least, that's the guild's theory. Light that makes monsters mad. Seems to be happening all around. The guild's calling the lights rage rays. Tons of Rathalos vanish, and strange pits appear? There's no way it's a coincidence. They got some kind of creepy plan in the works. Don't you see? He has the same destructive power as the legendary Ratha. He's far too dangerous. He's too much for you to handle. Are you out of your mind? You care more for one Rathalos than for the world it might destroy? No. Believe in Ratha, and he'll believe in you. Through your bond, you can steer his power towards or away from chaos. It's up to you. Okay, Frostfang! Find the truth behind what's causing them. Ruin is coming to our world. The village is in danger! I won't let this happen! It's the Nergigante! Wahrscheinlich werde ich ab hier schneiden. Um zum Bau des Wächters Rathe zu gelangen, müssen wir dem nördlichen Pfad folgen und durch den Wald auf den Berg. Normalerweise ist der Zutritt verboten, aber da wir die Erlaubnis des Oberhaupts gar haben, dürfen wir hinein. Ja, ich weiß wo. Aber trotzdem. Seht ihr? Deswegen. Jungs, ab in die gegengesetzte Richtung. Sorry, ich muss da mal durch. Boah, werden die Höhlen nur noch größer? Boah. Jungs. Ich finde es ja schön, dass so viele coole Viecher hier drin sind. Für den Anfang. Aber bitte, Mann, nicht so groß den Scheiß machen. Ich fühle mich sonst ein bisschen überfordert hier. Gib mir dezent zu weit. What the fuck? Dir geht's so gut, wa? Kollege. Sag Gesicht. Brandsalbe. Okay. Interessant, Bulldrum. Geh mir nicht auf den Sack. Oder Bufango, wie auch immer du jetzt dich nennst. Ja, ist nur die Frage, wie lange, ne? Gucken wir mal. Nehmen wir nicht. Nehmen wir nicht. Nehmen wir nicht.
Nehmen wir immer noch nicht. Ah. Hey, Pucke, Pucke! Der rennt einfach weiter, der Wichser. Okay, Pucki Pucki. Das heißt, du wärst ein Pucke Pucke Stand gewesen, aber... Okay. Ach so. Zuerst mal den Schwanz attackieren. So, der Schwanz wurde gebrochen. Scheiße, bist du scheiße, Frau. Ja. Genau das gleiche hatte ich auch vor. Der Sabbat aus dem letzten Nähkästchen. Nix, Mampfzeit. Oh. Weil jetzt hätte er auf Angriff geklickt. Ups. Aber schön haben wir zuerst den Schwanz abgesiegt. Das war sehr geschmeidig. Im Übrigen kann man auch immer die seltenen, wie soll ich sagen, die seltenen Bauten kann man eigentlich immer wieder resetten, an der gleichen Stelle. Ihr müsst euch nur zu diesem oben gelegenen Katzerwandstand porten und dann schauen, ob ein legendärer Bau dort ist. Also irgendwo in der Nähe, ne? Spielt keine Rolle, es kann auf der ganzen Map hier sein. Wenn keiner dort ist, geht ihr einfach, dann macht ihr ganz normal weiter, geht ihr wieder zurück in die Stadt, geht wieder zurück, bis ihr einen seht. Dann speichert ihr an diesem Katzerwandstand, schaut, was ihr für Eier kriegt, wenn euch nichts Cooles begegnet, resettet ihr, ladet den Spielstand wieder neu, denn es... Ladet jedes Mal, wenn ihr in die Höhle geht, neue Eier, ne? Das finde ich ziemlich cool. Das habe ich schon in Teil 1 gemacht. Oh. Ich habe jetzt nicht gespeichert, ne? Ja gut, scheiß drauf. Wächter Ratterwald. Geht durch den Wald, bis ihr zum Baum des Wächterrathers gelangt, aber Vorsicht, der Pfad wird nicht oft benutzt. Komme ich hier wieder zurück?
Soweit, so gut. Hier komme ich noch zurück. Muss ich halt stark gucken, wie es hier weitergeht. Und ich wette, Anjanath ist unser Endboss hier. Alte Ruinen. Ich steige hier ab. Also kann ich mir das Zeug genau angucken. Sonst wird meine Riderin noch fett, wenn ich hier nur mit meinem Monster rumreite. Momentchen, Momentchen. Hallo? Ja, genau. Gebratene Steak. Komme ich denn da? Ach so, mit Klettern. Ich komme doch da noch nicht hoch, ihr Dreckskerle. Wahrscheinlich komme ich mit Puke Puke hoch. Könnte sein, ne? Das habe ich jetzt halt nie kontrolliert, ob Puke Puke klettern kann. Weil es würde einiges erleichtern. Ja, geil. Jetzt bin ich in die gegengesetzte Richtung gelatscht. Ja, ja. Wie lang die Wege hier auch sind. Ich dachte, das war damals nicht so lang. Ne? Die haben es irgendwie größer gemacht, den ganzen Rotz.
Gefällt mir halt so gar nicht, ne? Dann ist immer noch die Frage, ob ich alles behalten kann, was ich hier mitnehme. Gerade. Weil wenn nicht, renne ich hier für die Katz rum. Und sammle alles ein. Einmal hier, einmal hier. Voilà. Nein. Haha, das war gekonnt, Mann. Das war gekonnt. Der halbe Weg ist schon geschafft, seid ihr den Berg da vorne. Das ist der Berg von der Walter ganz schön was. Oder Kompanien scheint, das könnte man sich an so einem Ort echt schnell verlaufen. Ja, das ist dezent richtig. Diesen Berg da oben, oder was? Immer die Frage, welchen Weg man gehen soll. Scheiße, ist das ein langwieriger Weg. Aber ich weiß, wo ich meine Sachen farme. Aha. Das heißt hier, willkommen im Bau. Vitale Essenz. Fellenbauer. Die Bauer einiger furchtloser Fellen liegen versteckt in verschiedenen Gebieten. In ihnen wirst du hilfreiche Fellen finden, die deine TP oder deine Herzen wiederherstellen können. Sprich mit den Katzavaner für Katzavan-Reisedienste oder um deinen Fortschritt zu speichern. Das sieht aus wie ein Fellenbau. Ich schätze, wo wir gerade hier sind, können wir auch eine kurze Pause einlegen. Ja, das sieht katastrophal aus. Komm und entspann dich, damit ich deine Wunde versorgen kann. Ja, ja, komm. Warte, nicht bis kurz vor dem Unfall, bevor du um Hilfe bittest. Deine Gesundheit ist sehr wichtig. Ja, ja, alles gut. Antiverbrennender, was? Ah, Katzavana ist das hier. Gut, wir sind soweit. Safe Call. The
Das heißt, uns kann nichts mehr passieren. Ich kann immer nach Hause gehen, wenn ich möchte. Ich kann wieder hier hinkommen, wenn ich möchte. Jetzt bin ich zufrieden. Ja. Jetzt ist aber einfach noch die Frage, bin ich hier am richtigen Platz oder muss ich da auf die andere Seite noch? Ich wette, ich bin schon richtig gelaufen, ne? Ich kenne mich doch. Ich laufe immer in die richtige Richtung, auch wenn ich das nicht möchte. Hey, Puke Puke. Das ist wirklich ein Wald, der alles beherbergt, ne? Den nur noch wirklich Anjanafs. Dann sind wir hier durch. Aber hey, wenn wir jetzt schon auf der anderen Seite waren. Ihr wollt mich verarschen. Warum komme ich nicht dahin? Nee. Kollege Sackarsch. Heute nicht mehr. Ja, das heißt, jetzt muss ich nochmal in den Fellingbau, damit ich diese eine Truhe hier gesaved habe. Ansonsten habe ich dann ein richtig fettes Problem am Arsch. Und das wollen wir nicht. Was hat er gesagt? Winkel der Welt ist komplett verfallen. Er sagt, dass diese eine Reise ohne Rückkehr ist. Doch, für mich schon. Weil ich hier speichern werde. Na. Tja, scheiße, wa? Dann laufe ich ihm dann wieder alles dahin, aber ist mir egal. Dann kann ich mir jetzt noch einiges antrainieren und so. Puke Puke und so, alles nice. Dann nehme ich jetzt nichts mehr mit. Du bist ganz nah dran, der Bau des Wächters Rates geradeaus, geh einfach weiter. Ich bin dran. Wenn man mitten auf dem Weg dieses Ding steht. So. Darf ich raten? Ratian.
Nee, Angela ist hier der Boss. Ja, nice. Sieht cool aus für ein Game. あなたのおじいさんは亡くなったけど、レウスは帰ってきた。守りレウスはレド以外のライダーを背中に乗せることを許さなかった。きっとレドの帰りを待っているんだろうって、ガラ様が言ってたわ。でも、レドじいちゃんはもういないんだろう?なのにどうして?モンスターはね、一度絆を結んだライダーのことを忘れたりはしないものなの。守りレウスが飛び去った時の光。 レド。会いたかった。誰だ?その子はレドじゃないわ。そうよね。レドなわけないのに。でも、似ていると思ってつい。レドは私たちのリーダーだった人。 この子はレドの孫よ。え?レドはだいぶ前に亡くなったわ。知ってる。私、レウスに会いに来たの。レドから預かったものもあったから。預かったものって?なんだ?こっちよ。 に現れるなんて。なんだか様子がおかしい。どうなってるの?まずいぞ、ライダーさん。これをレドから預かった絆石よ。これがあればあのモンスターを止めることができるかもしれない。レドの絆石?なんであなたが?レドが言ってる。あなたに受け取ってほしいって。 Der Bindungsstein von unserem Großvater, dem Typ, der einst Rathalos gehörte. Du willst sterben, wa? Bruder. Jetzt hast du erst recht keine Sonne mehr. Du bist sicher ein Angriffstyp, ne? Ja, dann bist du ein Geschwindigkeitstyp.
Mal gucken, was da sehr effektiv ist. Jo, Pfeile sind sehr effektiv. Jetzt haben wir es gesagt, deswegen ist wütend auf uns. Es wird jetzt anfangen, andere Angriffe zu benutzen. Ja, nice. Ich würde mal sagen, Ranma. Irgendwie habe ich das so im Gefühl. Dann Bindungsfähigkeit. Ride on! Ja, so viel dazu, Bruder. MC Hammer. Dann würde ich mal sagen, einfach auf die 12. Ich habe hier ein echtes schlechtes Gefühl, wir sollten für den nächsten Angriff gewappnet sein. Zeit zur Abwehr. Nächster brennender Atem. Das war Sharingan. Vorauszusehen. Ich lese dich wie ein scheiß offenes Buch. Teile gebrochen. Rücken zerstört. Und dann fällst du rum. War das alles? Ich hab mehr erwartet, Bruder. Oh, jetzt mach deinen auf Geschwindigkeit. Uff. Todesschlag. Ich muss mal ein Objekt verwenden. Oh ne, jetzt habe ich... Ah, danke. Dankeschön. Schön für dich, dass du wieder riden kannst. Ich switch my mouse. Auf einen Techniker. MC Hammer! Hammer time! So.
dreifach bist. Aha! Nein, einfach nicht. Was will er? Siehst du, wie die Schnute des Angela zuckt? Versuch bei deinem nächsten Angriff darauf zu zielen. Kein Problem. Ja, und danach kann uns nichts anhaben. Ehrlich, das war überwältigend. Das wird ein Kampf, an den man sich erinnert. Ja, leider bekomme ich die XP nicht, wa? Schade, schade. Ja, の狂気を浄化してパワーアップしたんだ。黒の狂気？聞いたことがある。でもそれはもう収まったって聞いているわ。ああ。だからこの辺りで起きている異変とは関係ないはずだ。もしかして別のもっと大変なことが起きているのかもしれないな。ガラ様が言っていたように 守りレウスがいなくなったのが原因かもしれない。アンジャナフも混乱していたように見えたけど。ライダーさん？やっぱりあなたはレドにそっくり。 私はエナ。 Oh boy, wir kriegen doch nicht das Ei, oder? Ja, nicht irgendeins. ja.異変が起きているのはこの島だけじゃない。各地でレウスがどこかへ渡り、行方がわからなくなっているの。いつもはおとなしいモンスターが暴れ出して、人々を襲う事件も起きている。そんな島の中だけで起きていることじゃなかったの？ああ、そうだぞ。世界がなんだかおかしなことになってる。だから旅に出たんだ。何が起きてるか知りたくてさ。そうだったんだ。 海の色が変わったり、奇妙な光が発生したり、あれは一体何なの？詳しいことはまだ何も。でも、レドは言っていた。それらは
ガラ様。ハンターたちは我らがレウスを隠していると思っている。疑いが晴れるまでここを離れてはくれんだろう。あいつらに卵を見られたらまずいぞ。その卵は？ルトゥー村に行けばハンターの追っ手は来ないはず。ルトゥー村？私が住んでいる村よ。竜人だけの村だから人間は勝手に入ることを許されない。 ハンターも追いかけてこられないと思う。私と一緒に来て、きっとレウスが私たちを導いてくれる。お前も来るか？どうした？怖いのか？心配することは何もない。レウスが導いてくれる。広くて素晴らしい世界にな。 ガラ様、レドの魂を感じる。この子がレドの絆石とレウスの卵を託されたのは運命なのかもしれん。ルトゥー村へ行けば破滅の翼を持つレウスの伝説を知ることができるだろう。それってハンターたちが言っていた世界を破滅させたっていうレウスのことですか？ああ、そうだ。伝説と 各地で起きている異常事態には関係があるのかもしれん。ハンターたちは私に任せて。ちょっとハラハラドキドキだけど、きっと大丈夫。君ならどんな困難があっても乗り越えられるはずよ。私の一番弟子だもの。ね。 ナビル、この子のこと頼んだわよ。師匠に代わって俺が助けるぜ。レドと同じ強くて澄んだ目だ。レドの絆石が守ってくれることだろう。行け、崖を下ったところに船がある。 Das wird lustig mit diesem Kollegen. Eigentlich nein, aber eigentlich schon. Ich speichere noch nicht. Danke fürs Spielen. Die Vollversion kaufen. Ja, geil. Nein, will ich nicht. Sackgesicht. Ich hab's schon vorbestellt. Ja, und das war...
Die Demo, ne? Jetzt bin ich gespannt, wo ich hier bin. Wo ich hier rauskomme. Ah, doch hier. Ja, nice. Das heißt, ich muss es dann doch noch mal machen mit Rathalos, ne? Wird lustig. Na gut, das heißt, jetzt kann ich für mich noch ein bisschen trainieren. Leider, wie gesagt, ohne dass ich irgendwie noch trainieren kann gegen diesen Anjanaf. Aber gut, immerhin können wir noch ein Puke Puke haben. Wobei, ich muss jetzt zuerst mal gucken. Ja, wir gehen jetzt zurück. Mal kurz. Denn ich muss jetzt schnell mal gucken. Was mein Puke Puke so kann. Springen. Brüllen. Drücke B, um bestialisch zu brüllen und so alle Kreaturen in höherer Hörweite einzuschüchtern. Nein. Einfach nicht. Also, nee, dann lohnt sich das nicht mal mit Puke Puke. Schade, schade. Aber immerhin, wir haben eine Stufe 3 Waffe zum Anfang. Ist auf jeden Fall eine schnieke Sache. Wie gesagt, leider echt lang, aber auch kurz, weil hätte ich nicht noch so viel trainiert, wäre ich innerhalb von 3 Stunden durch gewesen gefühlt. Na, wenn ich wirklich nur straight der Story hinterher gewaschelt wäre, dann kein Problem. Aber ich habe ja hier noch die Nebenaufgabe gemacht. Wahrscheinlich mache ich die auch noch, damit ich das ins Hauptspiel übernehmen kann. Dann muss ich das nicht mehr machen. 5 Monsterbaue betreten. Rider 1, 2, 1 Ausrüstung schmieden. Ich habe doch schon geschmiedet. Geil. Ihr seid vielleicht geile Jungs. Geld ausgeben für nix oder was? Ja, logisch, weil ich habe ja alles schon. Macht ja gar keinen Sinn. Ist das dumm, echt? Also solche Missionen einfach. Das eigentlich das Spiel weiß ja, wie viel das ich habe, ne? Oh, der hat ja schon alle Rüstung. Okay, egal. Easy. So. Ja, bitte, danke dir. Für solche Müllmissionen, echt. Diamant-Amulett. Haben wir noch was? Erlege kleine Monster, gewinne Konfrontation, 30 Stück, okay. Dann haben wir hier noch berührte Monsterbauer, die blaue Bedrohung, Reisbeutel, Vivan-Clan und Fänge. Hat sich in der Pona-Gras-Savanne angesiedelt, ein vertrauter Spannungspartner unserer Rider geht tagsüber zu ihrem Bau für eine Herausforderung. Eine blaue Bedrohung. Keine Ahnung. Könnte ich jetzt nur als Helikopter oder wie das Ding heißt angucken. Puke Puke.
Okay. Und die sind, egal ob Tag oder Nacht, erlegbar, ne? Die Poképokés. Mal schauen. Werde ich alles offscreen machen, meine Freunde. Ich werde jetzt dann noch vielleicht einen Guide aufnehmen. Mal schauen, wie man am besten eben die besten Eier rausholt und so. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Part von Monster Hunter Stories wieder, aber erst etwa ab dem 8. Das heißt etwa in 2 Wochen. Vielleicht. Gucken wir noch, was in diesem Ei ist. Das ist ein cooler Kuh, ne? Leider nichts wirklich Interessantes. So. Ja, das heißt, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.